Schlagerstar Nino De Angelo ist unheilbar krank. Er leidet an COPD, einer dauerhaft atemwegsverengenden Lungenerkrankung. Vor 4 Jahren bekam der Sänger seine Diagnose. Damals war es im ersten Stadium und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte kein Interesse mehr daran gehabt, die letzten Jahre das weiter fortzuverfolgen. Also ich habe keine Ahnung, in welchem Stadium ich jetzt bin, aber ich hoffe, dass es sich in Grenzen hält. Und also solange ich merke das ja auf der Bühne, solange ich noch Luft kriege und atme und einen Song durchsingen kann, geht das noch. Musikalisch hat sich De Angelo wie angekündigt vom Schlager entfernt und ist um einiges düsterer geworden. In seinem neuen Lied rechnet er schonungslos mit sich selbst ab. Den Titel des neuen Songs, Gesegnet und Verflucht, ließ er sich sogar auf die Hände tätowieren. Ich hatte während der ganzen Corona-Zeit natürlich, musste ich mich wirklich mit mir selbst beschäftigen und ich saß da wirklich tagelang im Studio und Nächte und habe mir überlegt, wie mache ich aus diesen Zeilen, wie erzähle ich mein Leben und integriere diese Zeile. Und dabei ist dann dieser wunderschöne Song entstanden. Der starke Raucher lebt trotz der Diagnose so ungesund weiter wie bisher. Der heute 56-Jährige litt 1996 unter Lymphdrüsenkrebs, 2008 unter Leukämie und bekam 2016 3 Bypässe am Herzen eingesetzt. Jetzt COPD, doch eine weitere Behandlung lehnt De Angelo ab. In der Hinsicht bin ich mit Sicherheit kein großes Vorbild, sondern eher ein abschreckendes Beispiel. Wir haben ja 4 Stadien in diesem bei diesem COPD und das 4. Stadium ist dann halt sehr, sehr, also da muss man schon sich dann Gedanken machen, dann, wenn man da nichts unternimmt, also man kann die Lunge transplantieren und das würde ich nicht machen wollen, weil, ich habe zu oft im Krankenhaus gelegen in meinem Leben und ich möchte, also so ein Eingriff, der würde mich töten. Jeden Tag nimmt De Angelo 3 Tabletten, einen Blutverdünner, einen Cholesterinsenker und ein Psychopharmaka gegen Depressionen. Gegen COPD nimmt er nichts. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.